Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Heute möchte ich mal ein bisschen mit dir darüber sprechen, was es braucht, um dein Kind auf die Zukunft bzw. auf die späteren Lebensjahre, wenn dein Kind jugendlich oder erwachsen wird, vorzubereiten. Ich bekomme nämlich immer wieder Nachrichten, wo besorgte Mütter mir schreiben, ja, die Kinder müssen durch Emotionen lernen, sie müssen lernen, mit Frust umzugehen. Und irgendwann kommen sie doch aus dem behüteten Zuhause raus, sie treffen Gespenli, Kollegen, Freunde, sie haben später einen Chef. Und die Jugendlichen müssen doch lernen, dass sie dann spuren müssen und das tun müssen, was ihr Chef von ihnen verlangt. Oder ihr Vorgesetzter, sie müssen lernen, den Ansprüchen der Gesellschaft zu genügen. Und wir müssen doch die Kinder darauf vorbereiten. Ja, also solche Nachrichten bekomme ich ganz, ganz viele. Und es stecken ganz viele Ängste dahinter. Ja, die Angst, dass das Kind in der Welt dann nicht bestehen kann, dass es irgendwie untergeht und dass es im Leben nicht zurechtkommen wird. Ja, diese Ängste, die sind ganz, ganz groß. Ja, viele sagen auch, die Kinder müssen lernen, dass nicht immer alles nach ihren Wünschen läuft. Ja, das ist auch so eine große Angst, wo die Mütter und die Väter Angst haben, mein Kind, soll kein Egoist werden, ja, und es soll lernen, mit seinen Wünschen umgehen zu können. Es muss fähig sein, die Wünsche der anderen zu erfüllen, beziehungsweise die Forderungen und so weiter. Ja, und viele sagen dann auch, das Kind muss halt auch lernen, Sachen zu machen, die es nicht mag. Ja, die Angst ist groß, dass das Kind dann nur noch mit Schokolade und Süßem vor dem Fernseher sitzen würde, wenn man eben nicht dem Zeigefinger kommt und das Kind ermahnt, jetzt musst du das und das und das, damit du das eben für später lernst. Ja, jetzt guck mal unsere Welt an. Ja, schau mal raus in die Welt. Wie funktioniert unsere Welt? Sind da alles Leute, die erfüllt sind, die glücklich sind in ihren Jobs, die zuvorkommend sind, liebenswürdig, die nur Liebe verströmen und so weiter? Ja, guck mal raus. Wie funktioniert unsere Welt? Ja? Läuft da alles perfekt? Wird da aufeinander Rücksicht genommen? Ja, wenn du da mal ein bisschen reflektierst, dann wirst du auch auf den gleichen Schluss kommen wie ich, dass die Welt alles andere als perfekt läuft. Ja, wir leben in einer total kranken Welt. Unsere Gesellschaft ist so in Konsumzwang. Ja, woher kommt das? Ja, wir leben so in vielen unbefriedigten Bedürfnissen und versuchen das dann irgendwie wieder auszugleichen. Ja, und wie sieht es denn mit den Jugendlichen aus? Kommen die raus und sagen, ja, ich bin jetzt ein Jugendlicher, ich diene jetzt meinem Chef zu, ich habe das gelernt, ich mache das gerne, ich bin darauf vorbereitet. Ist ein bisschen abstrus, oder? Ja, obwohl wir meinen, wir bereiten unsere Kinder darauf vor, können so viele nicht damit umgehen. So viele Jugendliche, die Antidepressiva schlucken. Ja, geh mal und schau und such Studien. Es ist erschreckend. So viele Erwachsene, die nicht ohne Medikamente auskommen, um sich ein bisschen besser zu fühlen in dieser Welt. Irgendwas läuft doch da schief. Ja?
wenn ich rausgucke in die Welt, dann habe ich auch das Gefühl, wir machen die Welt kaputt. Wir machen die ganze Erde kaputt. Und zwar wir, nicht irgendwie die Tiere oder irgendwer. Wir Menschen. Ja. Ja, es ist ein ganz, ganz großer Irrglaube der Gesellschaft, dass wir meinen, wir müssen unser Kind jetzt auf die Zukunft vorbereiten. Und zwar indem wir eben erziehen und indem es Dinge tun muss, die es nicht mag und so weiter. Es ist schon richtig. Es ist unsere Aufgabe, unsere Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Ja, das ist unsere Aufgabe. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Das Wie. Stell dir vor, du bist jetzt vielleicht Mitte 30, plus minus 40 und man sagt dir, schau, du musst dich jetzt auf das Alter vorbereiten. Mit 80 wirst du im Schaukelstuhl sitzen und stricken. Und das musst du jetzt jeden Tag üben, ja, damit du dann mit 80 fähig bist, dass du das dann machen kannst. Ist doch Irrsinn, nicht? Aber so machen wir es mit den Kindern. Genau so. Wir verlangen von ihnen Dinge zu tun, wo sie noch nicht reif ist, wo einfach nicht ihr Thema ist in ihrem Lebensabschnitt. Kinder sind Kinder. Und Kinder sollen Kinder sein dürfen. Ja? Und was auch einfach vergessen wird, Kinder brauchen Wurzeln. Ja? Um in dieser Gesellschaft überleben zu können, brauchst du ganz tiefe Wurzeln. Aber was wird gemacht? Ja? Wir entwurzeln unsere kleinsten Kinder schon. Die Kleinsten, die haben nie die Möglichkeit, Wurzeln wachsen zu lassen. Ja, werden einfach entwurzelt, weil nicht auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Ja, es wird ihnen zu wenig Einfühlung zugeflossen. Ja, weil Wurzel und Einfühlung, das gehört zusammen. Das ist wie ein Zwillingspaar. Ohne Einfühlung keine Wurzeln. Das gehört dazu. Aber das Problem ist, weil wir schon unsere Kinder so abhärten für die spätere Zukunft, haben sie verlernt, was Einfühlung ist. Weil sie ihnen auch nicht zugeflossen ist. Ja? Also sie machen Panzerschicht um Panzerschicht rund um sich herum und sie spüren sich selbst gar nicht mehr. Ja, sie spüren nicht mehr, was sie wirklich brauchen. Und dabei wird jedes Wesen mit so viel Einfühlung geboren. Das ist nichts, was man lernen muss. Das ist da. Ja, das ist alles da. Das kann nur kaputt gemacht werden, indem wir das nicht wahren. Indem wir an unseren Kindern rumschrauben. Da wird das kaputt gemacht, diese Einfühlung. Ja? Also, lasst die Kinder Kinder sein. Und das bedeutet nicht, dass sie alles dürfen. Ja? Also wenn die Angst groß ist, oh, mein Kind übernimmt dann Kontrolle über mich oder eben es wird zu einem Egoisten oder isst den ganzen Tag nur noch Schokolade. Das ist nicht gemeint damit. Das ist auch ein ganz großer Irrtum. Ja, bei bedürfnisorientiert, das ist auch so ein großes Wort und da meinen viele, ich muss jedes Bedürfnis meines Kindes jetzt erfüllen. Ja, wenn es Schokolade will, bekommt es Schokolade. Wenn es bis nachts um 12 Uhr aufbleiben will, dann soll es so lange aufbleiben. Ja, und so weiter. Es geht nicht darum, es geht um die authentischen Bedürfnisse des Kindes. Und das ist nicht das Gleiche wie die Ersatzbedürfnisse. Ja.
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang einfach die Umgebung. Ja, in welcher Umgebung ist dein Kind? Gerade kleine Kinder, die wollen sich bewegen, bewegen, bewegen und nochmals bewegen, erkunden, erforschen, entdecken. Ja, das ist das, was sie wollen. Aber ganz viele müssen viele Stunden einfach ruhig sitzen und das machen, was jemand vorgibt. Ja? Und da entwickeln sich Ersatzbedürfnisse, weil das Bedürfnis nach Bewegung, Erforschen, Erkunden einfach nicht erfüllt wird. Ja? Und auch ein wichtiger Punkt ist Zeit und Raum. Wir können nicht einfach meinen, ja, das Kind ist jetzt da, ich gebe es jetzt mal dahin, die können dann schauen oder ich mache mein Ding und mein Kind muss jetzt halt selber ein bisschen schauen. Dein Kind braucht dich, ja, es will von dir gesehen werden, es will von dir angenommen werden, es will von dir respektiert werden in seinem ganzen Wesen, ja, es will geliebt sein und zwar so, wie es ist und nicht so, wie es zu sein hat. Also das ist ganz, ganz wichtig und wenn es dieses Gefühl von Geliebtsein bekommt, ja, wenn es sich gesehen fühlt und einfach angenommen fühlt, ohne dass es etwas leisten muss, ohne dass es irgendetwas Spezielles tun muss, dann wachsen Wurzeln. Das gibt die Wurzeln, die das Kind braucht. Ja? Und mit diesen Wurzeln hält es auch einem Sturmstand. Also es kann danach rausgehen in die Welt. Ja? Es kann einen ekligen Chef oder Vorgesetzten haben und es wird das vielleicht auch nicht mögen, aber es wird damit umgehen können. Ja? Und ich sage das nicht einfach so aus bloßer Theorie, ich erlebe das auch mit unseren Kindern. Ja? Es ist nicht so, dass die nie Frust erleben oder nie Enttäuschung erleben in ihrem Leben. Überhaupt nicht, das gehört dazu, das kommt irgendwann. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ja? Wie haben sie gelernt, als Kind damit umzugehen? Das sind ganz wichtige Momente, wo es eben wichtig ist, diese Einfühlung von den nächsten Bezugspersonen, also in den meisten Fällen von Mutter oder Vater, zu erfahren. Ja? Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Ja. Und wenn dieses Kind diese Wurzeln hat, wenn sich geliebt fühlt, gesehen, angenommen, dann fühlt es die Kooperation von uns auch. Ja, wir kommen ihm entgegen, wir lassen Einfühlung zufließen. Und im Gegenzug dazu ist dein Kind auch viel bereiter, mit dir zu kooperieren. Das ist einfach der Kreislauf, der geschieht. Ja. Das geschieht, ohne dass du krampfhaft das erzwingen könntest. Das kannst du nicht erzwingen. Ja, du kannst es einfach zulassen, weil auch die Kooperationsbereitschaft, die ist dem Kind angeboren. Es will mit dir kooperieren. Du kannst das nur kaputt machen. Ja, und es wird bei so vielen Kindern wirklich von A bis Z einfach kaputt gemacht, aus Hilflosigkeit, weil man es auch nicht anders erlebt hat. Und gerade in Stresssituationen, da fällt man zurück in die Muster, die man eben als Kind auch erlebt hat. Ja, wie die Eltern mit einem umgegangen sind, andere Menschen mit einem umgegangen sind. Und man reagiert dann genau gleich. Ja. Deshalb ist es wichtig, aus diesen Mustern rauszukommen und es anders zu machen für eine andere Welt, wo andere Menschen rauskommen, wo Menschen kommen, die verwurzelt sind, die fähig sind, Einfühlung zu haben, ja, die diese Einfühlung leben können. Ja, also das wollte ich dir gerne mitteilen, damit du eine Idee hast, wie du dein Kind auf die Zukunft vorbereiten kannst, dass es eben auch nachhaltig
und wirksam ist für die ganze Gesellschaft. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.